Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 3 Clash of Gods in einer neuen Aufnahmesession. Ja, wie man auch sehen kann, ist hier auch schon Osterdeko am Start. Ja, denn bald ist Ostern, nicht mehr weit. Und dann steht ein bösartiger Osterhase hier auf dem Plan. Zumindest in Dungeons 3 sieht zumindest so aus hier mit den dämonischen Augen. Sieht aber cool aus. Finde ich schön, dass sie sich immer so viel Mühe geben bei Dungeons 3. Es gibt ja immer eine Weihnachtsdekoration und so weiter. Finde ich wirklich sehr gut. Ja, neue Aufnahmesession. Gold ging gerade hier hinten leer. Das ist ein Problem. Ein Problem deshalb, weil wir jetzt kein Gold mehr haben aktuell. Böse Talia, lass ab von deinem Tun. Du und ich, wir sind doch eins. Lass uns gemeinsam über Frieden und Waffenruhe reden. Du glaubst wirklich, ich habe mich jetzt durch diese ganzen Levels des Add-ons gekämpft, um kurz vor Schluss aufzugeben? Du hast offenbar keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Das Böse wird siegen. So, 250 müssen wir noch sammeln. Dann können wir die Tresortüren machen, denn wir müssen ein paar Fallen machen, bevor ich hier hinten zum Spinnennest vorrücke. Ich weiß ja jetzt leider schon, was da kommen wird. So, bin so ein bisschen gespoilert. Aber hey, das kriegen wir schon hin. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte die hier mal ein bisschen buddeln lassen in der Zwischenzeit. Denn wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen Verteidigung aufbauen können im Dungeon. Dann können wir in der Zwischenzeit hier ein bisschen rumbuddeln. Ja. Ja, komm. Das reicht jetzt aber auch erstmal. Obwohl, jetzt sind wir schon eh hier unten. So, die Ecke noch mitnehmen. Dann haben wir ja den unteren Teil abgeschlossen. Extreme übertreibt mal wieder maßlos. Aber vielleicht finden wir dann einfach nochmal eine langanhaltende Goldquelle oder eine unendliche. Ich hoffe, das klappt soweit. So, jetzt können wir die Tresortür forschen. Wie viele Bücher haben wir noch? Da geht noch ein bisschen was. Sollte ich aber nicht außer Acht lassen. 250 das nächste Mal. Sollten wir dann auch einen Angriff nehmen. So, da kann ich jetzt einfach mal, ja, einfach mal eine normale Tür reinmachen. So, wie sieht es denn hier aus? Ich sehe schon, wir haben da hinten eine langanhaltende Goldquelle auf der Karte. Zahltag. Das gefällt mir sehr. Zahltag gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich sollte mal aufhören, dann zu bauen. Da kommt hier noch ein bisschen. Extreme, du hast nicht genug Geld und baust immer weiter. Ja, aber ich muss ja nochmal hier und so. So, jetzt lassen wir das aber erstmal. Lassen wir die erstmal jetzt Gold abbauen. Die haben ja jetzt hier ein Weilchen zu tun. Das untriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. So, das machen wir direkt mal platt hier, ohne lang zu zögern, und eine unendliche Goldquelle. Das Drachennest hauen wir mal weg. Ein Vampir ist gestorben. So, ich wollte die Bücher aufstocken, also die Lagerkapazität. Ein paar gehen jetzt drauf, ein paar steigen Level. Aber insgesamt werden wir das Drachennest jetzt auf jeden Fall schon mal direkt los. Was mir dann schon irgendwie wichtig ist. Zombie gestorben, ja, und der eine Vampir. Vampire müssen wir natürlich auch noch verbessern. Generell müssen wir noch viel forschen, aber Gold ist jetzt erstmal wichtiger, um da auf den grünen Zweig zu kommen. So, machen wir hier schon mal eine kleinere Schatzkammer hin. Hier können wir ja auch schon mal Rahmen ziehen zumindest. Muss ja alles noch intensiver ausgebaut werden, aber alles nach und nach. Ja, Lagerkapazität haben wir eigentlich genügend. Und Gold. Das hatte ich auch, glaube ich, komplett ausgeforscht, oder? Ja, genau. Gut, gut. Tresortüren haben wir. Die Kapazität erhöhen wir ja gerade noch. 13 Sekunden.
So, und die Schatzkammer kann hier ruhig etwas größer sein. Denn das ist ja unsere unendliche Goldquelle. So sollte er von der Größe her reichen. Alles, was überschüssig ist, kann ja woanders hingebracht werden. So, hier kommen jetzt nochmal ein paar Helden. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Noch haben wir keine Fallen, dann müssen wir sie nochmal selber umklatschen. So, dann haben wir auch hier die Schatzkammer. Dann sollte das auch gegeben sein. Vielleicht finden wir hier hinten auch nochmal eine Goldquelle. Aber wir haben eine unendliche, das ist schon mal sehr wichtig. Und eine langanhaltende. Dann geht es zumindest ein bisschen voran. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, ich wollte anmerken, dass jetzt in den Osterferien habe ich mir jetzt mal Urlaub genommen und werde nicht vor Ort sein. Das heißt, es wird auf jeden Fall zu Ausfällen kommen bei Dungeons 3 und auch bei Resident Evil 2. Weil ich das jetzt leider bis zu meinem Urlaub muss ich noch komplett durcharbeiten. Ich habe es jetzt leider nicht noch vorzuproduzieren. Ich weiß, eine Aufnahme ist ja immer eine Vorproduktion, aber ich schaffe es jetzt nicht langfristig vorzuproduzieren. Auch das hier nehme ich jetzt gerade sehr spät nach der Arbeit noch auf, damit jetzt erstmal kein Ausfall stattfindet. Ich werde nach meinem Urlaub natürlich wieder Dungeons 3 bringen, auch wieder Resident Evil 2. Das läuft dann alles nach wie vor weiter. Ihr müsst euch nur leider damit abfinden, dass dann Dungeons 3 erstmal bei mir jetzt ja, zu Ostern dann nicht kommen wird. Ja, Extreme ist frecherweise einfach mal in den Urlaub. Tut mir leid, aber das geht nicht anders. Ich habe keine Möglichkeit, dann dort vor Ort aufzunehmen. Und das würde auch alles zu weit gehen. Das ist ja alles nur ein Hobby. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Verfügt über mich! Ich denke mal, ein bisschen Ruhepause vor Extreme ist ja auch nicht schlimm. Dann ist die Vorfreude vielleicht umso größer, wenn Dungeons 3 dann wie gehabt weiterläuft. So, jetzt müssen wir hier nochmal den rotierenden Flammer machen. Ja, hier nochmal ein paar Fallen. Hier unsere Todesecke mit den Feuerfallen. Und die Tresortüre noch da. Genau wie dort. Ich denke, das sollte dann für die Seite reichen. Wir müssen jetzt erstmal gucken mit dem Gold. Jetzt gerade nicht so die Masse. Hier will ich eigentlich ungern Zugang machen. Weil so sind die ja gezwungen, diesen einen Weg zu gehen. Das möchte ich auch ganz gerne beibehalten. Aber ich möchte ganz gerne noch eine Goldquelle finden. Wir dann vielleicht drei aktiv abbauen können, aber bei der Seite war es das hier. Dann haben wir leider nur die Seite mit den Spinnen, da wissen wir, dass ja ganz oben hier eine unendliche Goldquelle. Aber da sind halt auch die Spinnen. Ich würde zumindest gerne hier erstmal die ganzen Fallen haben. Dass eine Seite schon mal abgesichert ist. Klar, die andere Seite ist natürlich dann immer noch unsicher, aber wir können ja schon mal zumindest hier ein bisschen Sicherheit schaffen. Aber das ist ja der wichtigste Zugang hier. Ja, das war ein bisschen fail extreme. Denn ich möchte ja auch ganz gerne die Teer fein haben, vor allem wenn ich diese dann es auch noch habe. Zahltag. Mist, Zahltag ist das umtriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. Das zu weit weg. Das ist schon eher. Ein weiteres Drachennest, aber eine weitere langanhaltende Goldquelle. Dann haben wir erstmal drei aktive Goldquellen. Das ist gut. Kann ich das ja erstmal so laufen lassen. Und unsere Schnodderlinge sollten dann genug Gold anschaffen, dass wir dann dort erstmal alle Fallen bauen können. Ja, ich denke mal, das reicht dann auch vollkommen. Was haben wir denn hier für eine Kapazität? 8000. Okay, das ist ja schon okay. Ganz gut so mit dem Mana, was wir hier lagern können. Wir haben ja nicht mal so viele Dämonen, dass wir aktiv immer Mana beschaffen können. Lebensregeneration, da wäre ich ja ganz stark hier für Nahkämpfer.
Ja gut, dann lassen wir die hier mal ein bisschen Gold abbauen. Wir haben hier zwei Gerätschaften für die Kisten, aber das sieht auch ganz gut aus. Soweit so gut mit dem ganzen Erforschungsgedöns. Aber wir können jetzt auch nochmal ein paar Truppen verbessern. Eine Brauerei wäre vielleicht auch ganz praktisch. Und ich möchte ganz gerne hier die automatischen Fallen verbessern. Wir verstärken Thalia noch einmal. Und wir gucken mal, dass wir die Brauerei bauen. Die hätte ich, glaube ich, hier angedacht. Meine ich. Selbstbrauende Braukessel. Natürlich. Gucken wir aber anders. So. Sehr gut, dann ist da auch schon mal Zufriedenheit. Und die Schneiderlinge sind ja nicht abgelenkt, weil das ja alles automatisch passiert. Und dann können wir hier auch irgendwann. Das können wir jetzt schon mal erforschen. Dass wir die beiden auch nochmal verstärken. Orks und die Goblins. Auch wenn das alles jetzt noch sehr ins Geld geht, aber auf kurz oder lang haben wir das ja wieder raus. Ich werde dich aufhalten, böse Thalia. Gegen die Macht der Göttin hast du keine Chance. Sowas Ähnliches hat Thanos auch gesagt, bevor ich seinen Kopf auf einen Speer gesteckt habe. So, wenn das hier steht, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Grundverteidigung für die Seite, auch wenn wir das noch nicht ganz abdecken können hier. Aber dann können wir auch schon fast mal wieder an die Oberfläche gehen. Oh ja, die Seite sieht schon sehr gut aus. Den Rest kann ich ja, glaube ich, erstmal auch lassen. Also das hier. Und da vorne, das kann ich ja dann immer noch machen. Hauptsache, wir haben schon mal erstmal eine Grundvoraussetzung, dass sie nicht sofort zum Dungeon-Herz kommen. Und hier will ich später auch noch Tresortüren hinmachen. Aber dafür brauchen wir viel mehr Gold. Und dafür müssen unsere Schnodderlinge noch einige Zeit in Anspruch nehmen bei den Minen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier die Verteidigungsmaßnahmen voll haben, versuchen wir mal in die Oberfläche zu gehen. Dann können wir uns den Außenposten mal holen und ja, vielleicht auch mal ein bisschen vorankommen. Vielleicht den einen oder anderen Tempel schon zerstören. Mal sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir ja nochmal Truppen verstärken. Dass da schon mal was geht. 350. Also nach und nach verstärken wir unsere Truppen. Ich wollte ja, glaube ich, in dieser Mission. Achso, deswegen blinkt das wegen ihrer Rüstung. Ich wollte ja, glaube ich, in dieser Mission. Wollte ich ja den Grubenlord eigentlich mal wieder haben, ne? Ich wollte ja ein bisschen mehr auf die Dämonen gehen. Naja, ich verstärke die beiden noch. Und dann versuche ich mal mit der Forschung ein bisschen mehr auf die Dämonen zu gehen. So war eigentlich mein Vorhaben. Gut, die Verteidigung steht hier. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Oberfläche. Unsere Schnodderlinge haben eben mehr als genügend zu tun. 55.000 Gold können wir lagern. Da geht also noch einiges. Versuchen wir uns mal den Außenposten hier anzueignen. Sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Das soll nicht dein Ende sein. Erhebe dich, wackere Recke. So. Gobobot verstärken wir schon mal. Naja, die gute Thalia belebt hier und da mal die Truppen wieder, aber. Es wäre ja gelacht, das kriegen wir hin. Da hinten die Truppen müssen wir gleich auch noch ausschalten. Der Außenposten ist gleich unser. Zahltag ist jetzt.
Boah, können wir jetzt wieder weiter gestemmt. Ein Posten steht euch zur Verfügung. So, die nächsten bitte. Dann schauen wir mal. Wir machen eine starke Ballista, einen starken Kanonenturm. Und dann sollten wir ja eigentlich von unten gleich das Lager kaputt kriegen und keinen Angriff mehr reinkriegen. Dann müssen wir aber eben noch die Truppen hier an der Seite vernichten. Dann haben wir hier eine Sicherheit nach unten und nach links. Wenn wir dann hier den nächsten Außenposten dann erobern. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen, dass wir unten alles safe machen. Sicherheit geht vor, dann sind wir von unten abgedeckt. Dein Schwertarm wird noch gebraucht. Ach, ja. Erhebe dich und kämpfe für das Gute. Also, ja, Forschungsmöglichkeiten haben wir noch genügend. Das sind wir jetzt eh auf Maximum, ansonsten müssen wir den Raum vergrößern. Ja, die Orks haben wir soweit jetzt erstmal fertig, zumindest jetzt im Groben. Die Einheiten verstärkt und so weiter. Krypta hatten wir auch verbessert. Dann kann ich jetzt auf die Succubus gehen. 250. Aber vielleicht hole ich mir noch vorher die eine oder andere Statue. So, Außenposten mit angreifen. Ich weiß, die 10.000 Kanonen sind immer hart, finde ich, beim ersten Angriff. Und bleib liegen. Aber das kriegen wir hin. Oh, da greifen die unseren Außenposten an. Vielleicht ja doch nochmal einen Blitzturm hier hinbauen. Starker Blitzturm. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. So, dieser Außenposten wäre weg. Schauen wir mal eben nach. Sind hier noch irgendwie hier in dem Seitenweg noch irgendwelche Feinde? Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, da müssen wir sogar nachhelfen hier vorne. Aber auf den Seitenwegen sind erstmal keine Feinde. Das ist erstmal das, was ich wissen wollte. Ganz schön hartnäckig hier. Mach mal bitte die Priesterin Platz hier. Starke Ballista. Bauen wir erneut hin. Und dann wollte ich Bösartigkeitsgewinn erhöhen. Ich will, das soll nicht dein Ende sein. Erhebe dich, wackere Recke. So, jetzt haben wir fast nur noch Level 4 Kreaturen. Was mir natürlich sehr gut gefällt. Vielleicht schaffen wir das noch, diesen Außenposten ebenfalls zu erobern. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar noch bis zum ersten Schrein der Göttin. Da kommt schon wieder ein Angriff durch. Ganz schön hart. Ich sollte vielleicht erstmal das Lager da hinten platt machen. Aber ich dachte, ich will hier Sicherheit auch von der Seite haben. So dachte ich. Talia, greif mal bitte den Kanonenturm an. Da gehen jetzt die ein oder andere drauf hier. So, ein Succubus. Achso, da müssen wir auch natürlich unsere Kapazität der Truppen erhöhen. Zwei. Eins kostet 200, also sparen wir mal 4 bis 500 Bösartigkeit. So, dieser Außenposten wäre auch unser. Ihr habt einen Außenposten erobert. Denn ich möchte ganz gerne einen starken Kanonenturm hier haben und einen starken Ballista. Komm schon. Bösartigkeit, danke. So.
Was soll ich tun? Dann können wir da gleich noch Statuen hinbauen. Wir rücken jetzt erstmal ein bisschen vor, versuchen mal ein bisschen hier aufzuräumen, dass wir weniger Widerstand an der Oberfläche haben. Ich würde sagen, wir gehen dann vor bis zu diesem Posten hier. Da ist auch gleichzeitig ein Altar. Das soll nicht dein Ende sein. Erhebe dich, aber ob wir das packen, wackere Recke. Ist natürlich fraglich. Zumindest nicht beim ersten Anlauf. Wir sind ja schon mal weit gekommen mit unserem Trupp jetzt hier. Und die sind ja schon gut Level gestiegen, die wir jetzt dabei hatten. Ja, die müssen vielleicht nochmal Level steigen hier. Die Imps. Dann auch mal langsam da alle auf Stufe 4 haben. Wie sieht es denn aus? Manabat habe ich noch nicht, ne? Das wollte ich vielleicht auch mal als nächstes zwischendurch mal reinschmeißen. Die Halle der Entspannung. Ja, und dann wollte ich immer noch diese Kubis holen. Halle der Entspannung. Es ist Zahltag. Die machen wir hier vorne hin. Zahltag ist kein Problem. Wir haben 20.000 einfach mal so rumliegen. Mal sehen, ob die wenigen Truppen das schaffen. Ich hole jetzt keine neuen dazu. Wenn sie es halt nicht packen, okay. Und wenn sie es packen, umso besser. Das ist kein Zwang. In der Zwischenzeit haben die anderen sich ja hier alle ausgeruht. Und dann sollte die Arbeit ja fröhlich vorangehen. Dann können wir ja hier noch mehr Absicherung machen. Tresortür. Dann die jeweiligen Fallen. Dein Schwertarm wird noch gebraucht. Erhebe dich und kämpfe für das Gute. Mit hier eine Flamme. Das und das. Die Teerfallen jeweils. Und die Tresortür. Ja, das gleiche können wir jetzt eigentlich hier nochmal hinmachen. Aber wenn das dann alles steht, dann sollte eigentlich diese gute Tali kein Feind mehr hier reinkommen. Auf die Nerven als im ganzen bisherigen Spiel. Da konnte ich sie wenigstens mit einem Halt die Klappe zum Schweigen bringen. Jetzt... Du wirst mich nicht so einfach zum Schweigen bringen, böse Talia. Ich habe endlich meine Bestimmung gefunden. Als Avatar der Göttin. So, Bestimmung hin oder her. Ich sehe gerade, wir sind am Ende einer Folge von Dungeons 3. Ich würde sagen, in der nächsten Folge versuche ich dann doch nochmal mit ein anzugreifen. Ja, ich denke, das können wir machen. Doch, komm. Das versuchen wir mit ein anzugreifen. Und ich würde sagen, da sehen wir uns wieder in der nächsten Folge in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin erstmal raus und hole nochmal 2 Sokubis dazu, dann die auch im Kampf teilnehmen. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dahin.